bisschen um. Eine andere Bahn haben wir gerade nicht wirklich. Moment, erstmal ziehen. Und mal hier nach oben. Irgendwo müsste ja theoretischerweise eine zweite Kiste sein. Oder etwas Vergleichbares. So, was bringt mir das? Achso, die muss ich nur auf Seite schieben. Damit ich hier durchkomme. Was ist das? Okay. Okay, verstanden. Komplett verstanden. So. Auf ein neues. So, schnell rüber. Schieben, 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 schieben. Warten. Ziehen, 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 ziehen. Nein, nein! Och, naja. Doofheit win. Naja, passiert halt, ne? So, stimmt. Na da, so. Und noch eins. So, das heißt, das wird unser Objekt sein, was wir gleich gebrauchen werden. Fällt es jetzt hin. Das heißt, wieder runter. Und auf die Suche nach dem Reifen sich begeben. Und wieder runter und auf der Suche nach dem Reifen sich begeben. Aber ich glaube, ich weiß, wo er gelandet ist. Ah, wunderbar. So, was passiert denn jetzt mit dem Reifen? Mal gucken. Ich bin wahrscheinlich wesentlich schneller als der Reifen, oder? Okay, verstanden. So, nochmal den Reifen nach oben. Dann mit Mods-Geschwindigkeit loslaufen. Boah! Yay! Gut. Boah, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich den Reifen wiederholen. Hätte ich einen Krampf bekommen. Also die Speicherpunkte sind sehr gut gesetzt. Yay. Es wird ein langes Let's Play. Yay. Das wollt ihr irgendwie nicht, aber das ist mir Wayne. Achso, ihr könnt auf meiner Webseite abstimmen, übrigens über Oblivion. Ob ich das Let's Playen soll, bis Skyrim rauskommt. Obwohl ich das dann schon schaffen werde, es zu Ende bringen zu tun. Das bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ich weiß. Ah. Schande. So, die Kiste brauche ich nämlich, um da vorne hochzukommen. Wenn man sich das Level-Design erstmal vorher angucken würde, glaube ich, würde es viel einfacher gehen. Muss ich wahrscheinlich damit fahren. Wow. Super flott. Wow. Gut. Geschafft. Kiste rausziehen. Nach oben. Nach oben und weiter runter. Easy going, würde ich behaupten, oder? Das war doch mal Kindergartenverein. Was mich aber wundert ist, warum. Egal. Was passiert jetzt? Ah,
Ah, okay. Das heißt, wir brauchen diese Kiste. Gut, doch kein Kindergartenverein. Das heißt, wir müssen Löhkiste irgendwie darunter befördern. So, dass sie ganz bleibt. So, ich schätze mal, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ja, wunderbar. Wo war da jetzt das Problem, ne? Wer ist der Pro? Ich bin der Pro. In Limbo. Oder Limbo. Wow, nehm ich mit. Never. WTF, was mach ich denn jetzt? So, das heißt, Kiste Nummer 1 brauche ich definitiv. Da. So, und dann weiß ich auch schon, wo Kiste 2 herkommen könnte. Jetzt muss ich nämlich andersrum laufen. Die andere Kiste auch noch drauf schieben. Dann mit dieser Kiste rüberkommen. Das wird schon nicht einfach. Aber ich bin da guter Dinge. Wenn wir nicht hier überall hängen bleiben würden. Boah, nice. Nice Jump. Nice Jump. Boah, so. Auf den nächsten Transportteil warten. So. Und draufstellen. Gut, hat nicht funktioniert. Irgendwie so in die Richtung habe ich es mir nämlich gedacht. Dass es jetzt nicht funktioniert. Aber diesmal nehme ich sie mit. Ah, bleib hier. Nein! Wie er nochmal nach ihr gegriffen hat, war geil. So. Einfach festhalten. Dann klappt das. Und festhalten. Festhalten, festhalten, festhalten. Wunderbar. So, jetzt aufpassen, dass sie mich nicht zerdrückt. Schon mal runter. Und die Kiste ganz relaxed entgegennehmen. Wunderbar, das klappt ja wie am Schnürchen hier. So. Wunderbar. Bis jetzt klappt das Blind ganz gut. Halt, stopp! Halt, stopp! Ist da wieder ein Trick hinter? Wenn ja, habe ich nicht rausgekriegt. Ich probiere es jetzt ganz einfach. Wenn das nicht funktioniert, dann sterbe ich halt. Was soll's? Wäre nicht das erste Mal. Aber das könnte. Ja, ich glaube, ich habe da so eine Idee. Probieren wir diese Idee doch einfach mal. Wenn dieses Seil schon in Schwingung ist, ja. Nein! Oh, was springe ich denn schon ab? Och man, nee, nee. Ach ja, das ist wieder mal eigene Doofheit. Ich weiß nicht, warum ich dauerhaft auf nach vorne gedrückt habe. Also nach springen. Vielleicht werde ich fail irgendwann. Boah. Was war jetzt falsch? Ich glaube einfach, der Anlaufpunkt oder der Absprungpunkt war einfach scheiße. Ach ja, ich hab jetzt. Wir haben ja eine Menge Zeit für dieses letzte Mal. So, bringen wir das doch mal richtig in Schwung. So, mehr als richtig geht's nicht. Abspringen, getroffen. Das ist das Seil. Nein, ich spring schon. Warum drücke ich denn nach oben? So, nächster Versuch. Ich habe gesagt, ich rege mich über dieses Spiel nicht auf. Ich tue es über fast jedes andere Spiel. Aber bei dieser Spiel werde ich ruhig. Ich werde ruhig bleiben. Einfach.
Yay, wir haben es geschafft und jump! Boah. So, vorsichtig runter. Ah, okay. Ein Stück nach oben schieben. Und was passiert jetzt? Okay, verstanden. Relativ kinderleichtes Rätsel. Man muss rechtzeitig diesen Knopf drücken. Was dieses Magnet angeht. Der Sound ist ganz bam. So. Ja. Wie gesagt, relativ leichtes Rätsel. Aber diese Kiste rutscht relativ langsam runter. Das könnte mit diesem Magnet auch nichts zu tun haben. So, öffnen. What the hell, wie soll man denn? So, Moment. Päckchen nach oben. Ganz schnell runterlaufen. Magnet aktivieren. Zählen. Muss ich nochmal neu zählen?